Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute, wie ihr seht, befinde ich mich in den Bergen, und zwar genauer gesagt in Österreich. Wir starten eine 3-Tages-Fahrradtour, und vor mir seht ihr es, ich bin in Begleitung. Conny, Neffi und Michi sind auch mit am Start. Ich habe auch die FPV-Drohne dabei. Ich nehme euch mit, let's go! Erster Step, Nahrungsbeschaffung. Ganz wichtig ist, auch viel zu trinken. Bist du am Start? Emmentaler Salami-Würstchen, Baguette, Würstchen, Mohn. Perfekt. Das beste Travel-Survival-Food ist eine Salami und Brot. That's how it goes. Wir haben es übrigens schon relativ spät. Es ist schon Nachmittag. Wir müssten noch so ungefähr 1,5 Stunden fahren. Dann heißt es Lager aufschlagen. Und da haben wir auch schon unterschiedliche Setups dabei. Und zwar hauptsächlich mit Biwaksäcken. Ziemlich spannend, weil jeder hat einen anderen. Was wir genau haben, zeige ich euch dann gleich. Alex hat eben erzählt, dass wir einfach mal gerade noch den entspannten Part haben. Wir merken aber alle schon, das Gewicht hinten am Rücken zerrt schon ganz schön runter und macht es doch ganz schön anstrengend. Bis jetzt ist alles ja noch eben. Aber der Herr meinte eben, da kommt noch eine richtig steile Stelle. Okay, so langsam geht's bergauf. 500 Höhenmeter. Oh, fuck my life. Und wie geil findest du es bis jetzt? Ich glaube, alle 100 Meter ist eine gute Distanz für eine Pause. Wieso machen wir das? Wieso machen wir es? Wieso haben wir es nicht schon früher gemacht? Nee, du filmst das. Wir sind am Limit. Und das irgendwie bei den ersten 100 Höhenmetern. Gute Bilanz. Ersten 20 Meter. Also. Alex, was ist los bei dir? Ich bin alle. André, halt das Maul, du musst die ganze Zeit Pause, fährst du nicht vorbei und machst den Maul. Das war ein Klacks. Was ist denn da los mit dir, Kamil? Nix. Ich mach grad kurz Pause, weil es so unanstrengend ist. Aber die Hälfte der Höhenmeter haben wir. Ich glaube, ich schaff's das nicht. Conny, hilf mir. Wasser. Danke. Denk dran, die Trophäe wird ein Bier sein, Alex. Jetzt haben wir es hochgeschafft. Gucken wir mal bald, ob wir den Schlafplatz finden. Die Sonne ist weg. Und es wird auch langsam kühler. Tagsüber 28 Grad. Nachts wahrscheinlich so 5. Ah, herrlich, Leute. Seht ihr da hinten? Berge runter von der Straße. Endlich geht's rein in die Natur. Suchen uns den Biwakplatz. Nicht wahr? Zeit für den Biwakplatz. Ja, es war so einfach hier hochzukommen. Ja, die Steigung hat für mich überhaupt kein Problem dargestellt. So, wir haben jetzt einen Platz gefunden hier, direkt neben dem Weg, kleines Forststück, auch ein Fluss in der Nähe, beziehungsweise Bach, passt. Perfekt, Alter. Ja, hier ist echt perfekt. Opti-Schmopti, geil. Also Freunde, ich habe hier den Carinthia Observer am Start, das Ding kann man super schnell aufbauen. Man hat hier einfach nur 2 Stangen, die man einfädelt, und dann ist er schon aufgebaut, komplett aus Gore-Tex, atmungsaktivem Material, das heißt, kein Schwitzwasser da drinne. Kann ich euch absolut empfehlen. An der Stelle vielen Dank an BW Online Shop fürs Sponsoren dieses Videos. Wenn ihr den Link unten in der Beschreibung folgt, bekommt ihr nochmal einen dicken, fetten Rabatt. Wir machen heute noch einen kleinen Equipment-Vergleich. Die Jungs haben nämlich andere Biwaksäcke dabei. Der Alex hat den DEFCON 5 dabei und Conny hat den ganz einfachen Biwaksack, das Kondom nenne ich es immer, dabei. Also Boys, das haben wir uns verdient. Oh, erstmal ein Pännchen. Prost. Ordentliche Brotzeit hier. Brötchen, eine Kanne, ein paar gute Freunde.
FPV-Drohne. Könnte das Leben besser sein. I doubt it. So, jetzt zeige ich euch nochmal kurz die unterschiedlichen Schlafsetups. Also hier seht ihr einmal den Observer in der vollen Pracht. Wirklich, das ist der absolute High-End-Biwaksack. Als nächstes zeige ich euch die nicht niedrigere Kategorie. Etwas günstiger, etwas weitaus günstiger, weil der Observer ist tatsächlich nicht ganz billig. Jo, der DEFCON 5 hat auch eine Kuppel, ist ein bisschen kleiner, hat aber auch leider keinen Gore-Tex. Das Kondom, das ist ein einfacher Biwaksack, der einen vor Wind und Wetter schützt. Also, wir werden einen kleinen Test machen, mal gucken, ob alle gut schlafen. Morgen früh gibt es dann nochmal neue Infos, ob jemand nicht so gut geschlafen hat. Okay, Freunde, jetzt ist es schon spät. Wir gehen jetzt schlafen. Hoffentlich eine gute, trockene und warme Nacht. Denn morgen geht das Abenteuer schon weiter. Ich weiß noch nicht genau, wo wir hingehen. Ich habe mal vorhin was gehört von den Jungs. Irgendwas mit Wasserfall oder so. Ich lasse mich überraschen. Also, wir sehen uns bis morgen. Alter, wir sind hier gerade richtig lost. Wir versuchen hier wieder zurückzufinden. Es gibt ja zu diesem Wasserfall, den wir gespottet haben, ja keinen richtigen Weg. Das nächste Ziel wird sein, dass wir eine Almhütte aufsuchen, denn unsere Getränkevorräte haben sich dem Ende geneigt. Und jetzt ist das nämlich ein ganz großes Problem, was wir lösen müssen. Und jetzt stopfen wir durch die Wildnis. Ah, geil, Leute, wieder auf dem Bike. Es geht weiter. Und jetzt geht's gerade bergab. Endlich! So verdient. Wir heizen gerade Licht. Geil! Oh, jawohl. So, Freunde, das war die Abfahrt. Das wird jetzt noch alles ein bisschen kürzer als gedacht. Wir werden jetzt noch ein bisschen grillen und uns richtig reinsaufen. Bis zum nächsten Abend. Ciao. Und kleiner Zeitsprung. Wir haben die Fahrräder zurückgelassen. Nicht nur das, es sind auch nur noch Konrad und ich unterwegs. Wir werden jetzt hier nochmal auf den Berg drauflaufen, wollen nämlich mit der FPV-Drohne einmal rumfliegen, mal gucken, was für Aufnahmen da man so kriegt. Eieiei, da hinten sieht es jetzt aber gar nicht so gut aus. Ich hoffe, dass wir hier nicht komplett nass werden. Ansonsten hätte ich jetzt noch einen Poncho dabei. Aber mal gucken, wenn es gewittert, dann haben wir vielleicht ein Problem. Eben ging es die ganze Zeit Serpentine hoch und jetzt machen wir eine Straight Line, Digga. Oh, mir läuft doch schon der Schweiß. Kann man das sehen? Wofür machen wir das? Ganz viele Mokus da unten und da oben sehen wir schon den Grat, auf dem wir später raufgehen wollen. Jetzt nur noch hier den Weg entlang und da oben, da werden wir uns irgendwo einen Schlafplatz suchen für heute Abend und auch mal das Dröhnchen starten. Und wer weiß, vielleicht, wenn wir Glück haben, morgen früh wachen wir auf über den Wolken. Ah,
jetzt wünschte ich mal, ich hätte meine Kamera dabei, um mal rein zu zoomen. Das geht mit der GoPro natürlich nicht. Ich bin nämlich etwas spartanischer unterwegs. Nicht jedes meiner Videos wird hier so ein cinematisches Kinoerlebnis, Freunde. Das hier ist jetzt hauptsächlich Übung zum FPV-Fliegen und natürlich um eine gute Zeit mit guten Leuten zu verbringen. Wow, krass. Wir wollen ganz oben auf dem Gipfel campieren und da sieht man auch wieder erstmal dick viel Schnee. Das sieht doch hier nach einem okayen Schlafplatz aus, oder? Kann man machen. Bevor ich gleich Drohne fliege zum Sonnenuntergang, zeige ich euch nochmal das finale Setup. Sieht nämlich phänomenal aus. Ey, diese Kulisse hier, da noch der Schnee. Oh, herrlich. Guckt's euch an. Da ist das gute Ding, der Observer. Beim FPV-Fliegen muss man sich immer vor dem Flug richtig Gedanken machen, wo man lang fliegen will, welche Route man wählt und welche Manöver man macht. Wenn ich hier lang fliege, zack, 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 und meine Drohne stürzt hier ab. Digga, das war's erstmal. Ich glaube nicht, dass es dann noch eine Chance gibt, die zurückzugewinnen. Risk it for the biscuit, ne? Die schönsten Aufnahmen sind die riskantesten beim Drohnefliegen. So ist es leider. Okay, Freunde, jetzt geht's gleich los. Die Drohne wird starten in 3, 2, 1, voll. Leute, mir ist die Drohne abgehauen. Ich habe keinen Fang mehr gehabt. Jetzt müssen wir in die Suche gehen. Ich glaube, ich sehe da unten was. Bei den abgeknickten Bäumen. Und wir kommen dem näher. Alter! Oh, fick dich, André! Sorry, Leute! Scheiße, Digga! Okay, dann lass mal rauf hin. Okay, Freunde, wir haben die Drohne wiedergefunden. Alles gut. Scheint auch nichts defekt zu sein. Jetzt heißt es Runde 2.
das war doch nicht ganz so optimaler Run, aber es war ganz nice. Digga, das sieht auch richtig geil aus hier. Ohne Scheiß. Sieht richtig geil aus. Aber ich muss noch einiges lernen, auch was Verbindungen angeht und so Connection Losing und so ein Scheiß. Digga, das wird noch viel Arbeit. Aber es sieht wunderschön aus hier. Ich glaube, ein bisschen cool wurde es schon. Jetzt werden wir erstmal noch die restlichen Sonnenstrahlen genießen, ein bisschen chillen und dann werden wir uns heute Bett fertig machen. Freunde, ich muss euch eine Sache nochmal zeigen. Ich habe hier nochmal die Kuppel aufgemacht und nochmal einen Blick aus dem Biwaksack rausgeworfen. Das müsst ihr sehen. Oh. Guckt euch das an. Ist das schön oder ist das schön? Toll, wirklich geil. Und so werden wir heute einschlafen mit dem Blick. Guten Morgen, Freunde. Nacht, ja, die Nacht, die war eigentlich gar nicht so schlimm, aber auch nicht unbedingt geil. Irgendwann wurde es doch ganz schön frostig. Hier der Beweis, es ist nämlich doch hier oben noch unter Null gewesen. Freunde, das war's jetzt mit dem Video. Wir packen zusammen. Wir sehen uns beim nächsten Abenteuer. Bis dann. Ciao, ciao.